Wie häufig überprüfen Sie die Wertentwicklung Ihres Zertifikates, lautete die Frage des Monatstrends für November des Deutschen Derivateverbandes. Und bei mir heute zu Gast Lars Brandau, der Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Welche Ergebnisse kamen denn zutage? Das sind ganz erstaunliche Ergebnisse, die uns auch, sage ich gleich, eigentlich ganz froh gestimmt haben. So sehen sie aus. Täglich 68,5%, wöchentlich schauen ins Depot 14,8%, monatlich 5,2%, jährlich 3,1% und erst am Laufzeitende 8,4%. Immerhin haben da 3.639 Personen geantwortet und teilgenommen. Insofern glaube ich, ist das ein ganz vernünftiges Ergebnis. Sie haben bereits angemerkt, knapp 3.700 Menschen haben teilgenommen. Wie valide sind die jetzt erzielten Ergebnisse? Das sind natürlich bei einer Online-Umfrage immer weitestgehend Selbstentscheider. Das sind kaum Menschen, die tatsächlich in ein Beratungsgespräch zu ihrem Berater in die Bank gehen, sondern es sind meistens Menschen, die ohnehin online affin sind, die über Online-Depots wahrscheinlich handeln und dort unterwegs sind. Deswegen eben dann auch der Zuspruch hier. Das sind aber auch, wie gesagt, Selbstentscheider, die, sagen wir mal, in anderen Produkten unterwegs sind. Also dieses Ergebnis lässt durchaus den Rückschluss zu, dass ein Großteil derer, die hier mitgemacht haben, sicherlich in einem Optionsscheinbereich unterwegs sind, also die auch in so einem Daytrading-Bereich wahrscheinlich tatsächlich investiert sind. Die sind natürlich darauf angewiesen, sehr viel häufiger in ihr Depot zu gucken, wenn sie es nicht sowieso den ganzen Tag über beobachten. Das ist aber eine ganz andere Baustelle als Beratungskunden. Die dann hier tatsächlich am Laufzeitende die 8,4%, da würde ich sagen, das sind ganz andere Produkte. Man kann, glaube ich, bei der Antwort auf die Produkte schließen, sagen wir es einfach mal so. Und da muss man sehen, wenn einer ein Kapitalschutzprodukt hat, was 2, 3, 5 Jahre läuft, dann muss der auch nicht jeden Tag ins Depot schauen, dann kann der auch beruhigt in Urlaub fahren. Aber Leute, die eben tatsächlich in Scheinen unterwegs sind, wo es manchmal um Minuten geht, da ist man gut beraten, tatsächlich häufig zu schauen. Das ist aber auch hier die Antwort, das ist, glaube ich, rausgekommen und das ist auch vernünftig, weil die Leute verstanden haben, also wer sich einen Optionsschein kauft, der sollte jetzt nicht drauf warten, bis das Ding komplett verfällt, sondern der muss sich sehr genau in den Märkten auskennen und deswegen ist es auch, glaube ich, ein ganz heterogenes Bild, was dieses Ergebnis hier widerspiegelt. Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.